Samstagabend, Trash Night geschnitten. Mit dem Hardy. Ja. Und mir, dem Bram. Und wir zocken einen ultimativen, ohne Spaß. Also, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich bin so ehrfürchtig vor dem Spiel, ja. Triple A reicht gar nicht. Der ist Triple sogar Ten. Relativ neu Triple rausgekommen Ten. Auch. Ja, jetzt diese Woche erst. Also, wir sind ja auch hochaktuell bei unseren Trash Night Spielen immer wieder. Oh, damit ja. Wir auch direkt dem Entwickler quasi Feedback vor die Füße kotzen können. Und sage, Junge, mit dem Spiel habt ihr wie mittlerweile 46 andere voll in die Scheiße gegriffen. Oh ja. Du hast aber den Titel des Spiels noch gar nicht genannt. Genau, und zwar Uncharted Water Online. Underwater. Ja, und ich gehe hier auf Gamma, die Welt, oder? Du auch? Ja, genau. Ja, ich bin schon bei Charakter erstellen. Weil ich glaube, wir sollten vielleicht das gleiche Land nehmen, damit wir dann hoffentlich irgendwie auch zusammenspielen können. Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Aber bei mir steht noch Obtaining Character. Ja, das ist kein Problem. So, boah, was nehmen wir denn? Wollen wir Holland nehmen? Ja, lass Holland nehmen, alles klar. Okay, wir nehmen Holland. Boah, wie geil sehen die denn bitte aus? Boah. Alter, der ganz rechte, der geht ja voll ab, ey. Den nehme ich. Alter, was sind das denn für Figuren, ey? Alter, sehen die hässlich aus. Ein bisschen dem geht's mal ins Ziel. Nimmst du wieder eine Frau? Ne, ich nehme ihn ganz rechts. Du nimmst den ganz rechts? Oh, ja. Gott. Na komm, dann nehme ich den, ja. Boah, Alter. Ach so. Leck mich mal am Arsch, ist das eine Scheiße. Und kann so man. Ach, hier kann man auf Rotate machen. Hey, jetzt dreht er sich langsam. Adventure Learner, Explorer, Trade Learner oder Military? Oh, was nehme ich denn? So, Complexion. Was ist denn Complexion? Ach so, Hautfarbe. Aha. Ich nehme, glaube ich, mal den Trader hier. Passt, glaube ich, auch ganz gut zu mir. Oh ja, noch ein paar Hütchen und so. Hier ein paar geile Klamotten. Voll geil, Junge. Geile Klamotten. So. Nehmen wir das Mützchen. Man muss schon sagen, hier, weil ihr seht doch, das Spiel gibt es nicht in Breitbild. Links und rechts sind schwarze Ränder. Ja, stimmt, richtig. Das ist mir auch noch aufgefallen. Oh, und das ist eigentlich ganz geil. Ah, oh, warte. Alles klar. Und boah, cool, eine Augenklappe. Mach fett. Lava, ich hab's sogar Bram nennen, das Spiel muss richtig Premium sein. Oh, jetzt spielt das noch nicht so viele, ne? Wer wundert das? Okay, Start Game. So, das ist das Spiel natürlich direkt abgeraucht, aber naja, kann man ja auch nichts machen, wenn mein Rechner einfach nicht gut genug ist dafür, dann. Triple-A-Titeln. Ja, das ist halt so. Das sind die Systemanforderungen halt schon mal. Tja, jenseits von Gut und Böse, ne? Und habt auch direkt eine richtig geile Kameraführung, wie hier die Kamera einfach mal so ins Gebäude reinzoomt. Leck mich am Arsch, ey. Boah, der macht jetzt schon Spaß, ey. Leck mich am Arsch. Boah, ich will nicht so ein scheiß Käppchen haben, ey. Bla bla bla. Okay, ich hab grad mit einem geredet, hab einfach mal 50.000 gekriegt. 50.000, mal eben so. Ja, aber ich bin auch ein geiler, ne? Nutzer. Ja. Oh, Dennis. So, Name. De Hardy. De Hardy, ja. Okay. Complete! Jawohl. Start Game. Okay. Alles klar. So, jetzt hier Journal, ne? Oh, jetzt bin ich im Chat. Left click to select the Merchant Guildmaster. Click again to talk to the Guildmaster. Ist das der Bram da? Das ist der Bram da, das ist der Hardy. Da ist der Bram. Boah, hier ist da richtig viel los, du. Dann kann ich dich irgendwie einladen oder so? Was haben wir denn da oben? Wie kannst du denn, wie bist du gerade gerannt? Weiß ich nicht. Achso, einfach wenn du länger gerade ausdrückst, rennt er einfach. Naja. Chip. Boah, die Steuerung ist auf jeden Fall schon mal 1A, das muss ich sagen. Die Figuren, die sind ja wendig bis zum geht nicht mehr. Friendlist. Friend Request. Der Name ist, wie heißt du? Ich sehe gerade nicht. Jetzt der Hardy. Ah, du kannst auch per Maus, kannst du auch. Communication. Friend Request, will you allow? Ja, na klar. Hammer geil, ey. Wir sind schon mal richtig dicke Freunde. Was hast du denn für einen Job genommen? Merchant. Ah, okay. Hey, du musst mit dem Merchant-Typen da reden. Merchant GM. Mhm. G-
Guildmaster. Ah ja. So, ja, Hardy, dann. Habe ich Kohle gekriegt. Sagst du 50.000 Dollar? Oh, geil, Junge. Obtained Dagger habe ich jetzt. Cool. Ja, den habe ich auch. Ach, genau, stimmt. Ich könnte ja statt hier rumzustehen nichts zu tun. Mal kurz mal Character Information hier. Ich finde das richtig geil, dass man alles einzeln anklicken muss. Weißt? Das ist sehr, sehr gut. Keine Hotkeys und solche, die normalerweise funktionieren zwischen. Inventar. Ah, da haben wir ein Inventar. With that one, this is the hard-fitted port of fishes won't let you. Blablabla. Achso, jetzt hab ich einen Decker. So, Journal, Quest. So, okay, wo kann ich mich denn ausrüsten? Fleet. Character. Character, Equipment. Skills. Ach, scheiße. Ach, cool, so. ich kann Englisch, Deutsch, Französisch und Niederländisch. So, jetzt habe ich so einen geilen Dolch hier. So. Okay. Okay, die Mucke gibt mir auf jeden Fall jetzt schon mal auf die Eier. Ja, aber ja, lass uns mal überraschen. Vielleicht ist draußen die Grafik jetzt richtig. Hey, Leute, Moment, wir gehen auch nicht durch die Tür. Okay. Stell dich mal hier vor, ohne Spaß. Ja. Und dann drehen wir mit rechts richtig mal Kamera. Warte. Wie geht das denn? Du kannst einfach die Gebäudehälfte. Du kannst einfach so. Alter, wie schlecht ist das Gebäude? Ja, das, ich, ja, das ist epischer Realismus, Junge. Das ist epischer Realismus. Ja, wir warten mal draußen. Wunderschön. Ah, das Tutorial ist noch nicht over. Ah, schade. Hä, wieso muss ich denn jetzt schon mehr mit dem reden? Ich hab wieder nicht aufgepasst, glaube ich. Gib mir wahrscheinlich nochmal 50.000. Nee. Vielleicht gibt ihr uns nochmal 50.000. Okay, let's talk about the life, bla 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 bla, mission, bla 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 bla. Okay, you can take on a quest. Okay. So, weiter geht's. Ja, ich weiß jetzt, also ich stehe halt draußen. Du stehst draußen. Ja, ich bin halt durch die Tür gegangen und dann, nachdem das Spiel abgeschraucht ist, bin ich halt irgendwie in einem anderen Gebäude gespawnt. Dachte eigentlich erst, wenn ich durch die Tür gehe, ja, dann habe ich Glück und so, aber jetzt stehe ich draußen und ich muss mir halt einfach angewöhnen. Ich muss halt jedes Mal, wenn ich irgendwo reingehe, muss ich Raps beenden. Immer. Okay, wenn du irgendwo reingehst. Ja. Okay. Ja, keine Ahnung, also ich bin jetzt hier in so ein, in so eine Universität geswitcht worden. Also nachdem ich dir mit dem gequatscht habe, ich auf OK gedrückt. Ja, und dann war ich hier. Ich habe jetzt keinen Plan, wo du bist, aber. Ja. Ist auch noch nicht hier, ne? Ich kann einmal zurückgehen, ja, durch die Tür. So, ja, ich muss jedes Mal. Da ist Hardy. Ja, ich muss jedes Mal, wenn ich durch die Tür gehe, muss ich Raps ausmachen. Ja. Kurz. Also, tut mir leid, mein Rechner ist einfach nicht gut genug, glaube ich, um für dieses Spiel vernünftig darzustellen. Also ihr müsst dann damit leben, weil, weil das Spiel halt kacke ist. Okay. Ich glaube, wir müssen mit dem Merchant Course Instructor hier quatschen, wenn du auch Merchant bist. Ich weiß ja nicht, was du bist. So. Contract. Are you taking a lecture? Mit wem muss ich denn jetzt reden? Ich hab das ja gerade nicht mitgekriegt, weil mein Spiel abgeraucht ist. Ich glaube mit dem Merchant Course Instructor hier. Ah, da. Oh mein geil, ey. Are you taking a lecture? Ich habe keinen Plan, okay, was ich hier tun muss. Contract. Okay. Ich glaube, das ist nicht das Richtige, was ich hier mit dem machen muss. Class. Ah, okay. Klick mal auf Join Class. Ich glaube, dann kann man hier so ein Class Register machen. Class 2. Tell. Wo muss ich Join Class? Ja. Aber wir sind alle voll. Okay. Ich kann mich nicht enrollen. Du kannst hier aber auch noch auf Class 2 oder Class 3 klicken, oben im Reiter. Ja, aber die sind auch voll. Da sind auch jeweils 100 von 100 drin. Oh ja. Was ist das denn für ein Bullshit? Class 3? Irgendwie. Wir müssen gerade rätseln, ja? Also wir müssen gerade ein bisschen rätseln, was hier abgeht. Quest. Aber ich habe noch keine Quest. Ich laufe mal mit dem anderen Kostenstruck auf der anderen Seite, vielleicht hat er ja mehr Klassen noch. Ja, aber das ist ja kein Merchant. Das ist ja maritim. Aber wir sind ja keine Dingens hier.
Ja, stimmt, aber was soll ich machen? Ach so, ne, ich glaube, der Maritim ist auch falsch. Weil, der sagt mir halt. Seems you're not specialized in this subject, go. Ach so, wir müssen zum Rezeptionisten. Mein Gott, der Text, den er spricht, das steht, ist nicht vollständig. Unten links im Chatfenster steht der vollständige Text da nur. Das ist natürlich auch sehr gut gemacht. Aber ich finde, das ist auch okay. Okay, jetzt stehe ich da, jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Ah ja. Welcome, bla bla, it will recommend. Receptionist. Okay. How will you respond? Yes? Ja. Bei mir passiert gerade gar nichts mehr. Doch, da, ja, welcome! What do you want to do? Trade. Okay. Yes. Ich möchte traden, bitte. Okay, ich habe eine Uniform gekriegt. Obtained Uniform. Ja, und der schickt jedes Mal so richtig gar seine Arme in die Luft, ey. Juhu! Item acquired. Obtained Uniform. Okay, for chance, title and the character. Ja, machen wir gleich. Study well and soon. Okay. Character information. Title. Student. So, jetzt bin ich Student. Ohne Spaß, Bram, diese Mucke, ne? Ganz ehrlich. Das ist total krass, wie oft die sich wiederholt, wa? Boah, ich würde schon direkt in meinen scheiß Bildschirm reinschlagen, aber die Mucke wird dann ja weiterlaufen. So, geil, so, jetzt müssen wir zum Merchant-Kurs hier. So, Class-Register. Da, 99 von 100. Der Hardy. Ja, ich bin Level 0. Moment. Der Hardy ist drin, ja. Join. Ja, I'm sure. Jetzt bin ich auch drin. Ja, schön. Und jetzt? Oder? Moment, ich muss da kurz gucken, ob ich mich in der Liste finde. So, Contract. Amsterdam Commerce Courses. Welcome Sailor. This could be a long time skills and knowledge of culture mechanism. What's up learning about words from okay. Okay. Ich habe jetzt meine erste Quest abgeholt. Ja, glaube ich auch, oder? Ich guck mal kurz, Charakter. Nee. Nee. Da, Quest. Ja. Wir müssen jetzt irgendwie mit Booten. Irgendwas mit Booten. Ja, der waited outside. Ja, aber denk dran, deinen Fraps auszumachen, wenn du hier rausgehst. Ja, dann warte ich. So, jetzt kurz nochmal hier. Wir machen jetzt mal einen netten Cut hier an dieser Stelle. So, da sind wir wieder. Mit wem müssen wir jetzt davon reden? Mit dem Instructor Iron, da ist er ja auch geil. Welcome to my team, some of you blah blah blah, Sellership is a partner, sing, okay. Okay, ja. Boah, die Mucke ist ja überall gleich! Okay. Alter, leck. So, sind wir wieder. Ich hab mich das Spiel rausgeschmissen, weil dieses Scheißspiel einfach nicht geschissen kriegt, hier vernünftig programmiert zu werden, ey, Mann. Ach, da ist Bram. Ist da Bram? Ist da Bram da? Ja, da ist der Bram. Alter. Gar nicht klar, ey. Geht gar nicht klar. Alter, ganz ehrlich. Moment, Quest Instructor Ellen, wir müssen mit Instructor Ellen sprechen. Ja, red du mal zuerst mit dem. Ja, ich rede jetzt mit dem, das dauert. Ich kann schon mit dem reden. Yeah, that's a right bitch. We likely to be my journey across the world. I'm all in case you may as well need to. Okay, bevor gut. Bevor du abfährst, check dein Essen, Wasser und deine Crew. Ich kann okay. Wasser und Essen mit Yeah, it's no questions. Okay, bla bla bla, did something happen? Now the directors come, bla bla. Bla bla, ja, bla bla, hey myself, bla bla bla, bla bla bla, okay. Okay, just as Xelos said, ja, bla bla. Boah, Alter. Naja, nein, ich hab keine Fragen, no questions. Don't forget about us. Bla bla, of course, the hay the hill in the heart based on the amount of repairs. Ja, okay, wir können unser Schiff reparieren. Nein, keine Quisten. Ohne Spaß. Kennst du das auch, wenn du einfach so am Zocken bist und dann meinst du, gleich fehlt dir der Fuß ab vor Langeweile? Oh ja. Ohne Spaß hat wieder schon so. Ja, Leute, ganz ehrlich, ohne Spaß, anstatt zu sagen, hier, die Spiele sind scheiße, könnt ihr eigentlich mal Mitleid mit uns haben hier, dass wir so eine Scheiße spielen.
Echt? Boah, ganz ehrlich, ey, ich werd schon hibbelig, ey. Ich keine Ahnung, hab schon. Laber mich doch nicht so voll, du Scheißwichser. Okay. Ne, nicht Recruit. Da, Charakter. Ship. Ship Information. Receiving Data. Okay, Ship Name. Das ist die, mein Schiff heißt die MS Fotze. Du gibst schon den Schiffnamen ein. Hast du ja nicht überhaupt ansatzweise durchgelesen, was du tun musst? Ja, ich muss halt eigentlich repairen. Ach so. Ja, muss ich doch auch. Ja. Ja, nicht? Ja. Nur halt, ich hab halt auch. Boah, laber mich doch nicht so voll, ey, mein Gott. Weißt du, ich hasse diese Spiele, die mich am Anfang so voll quatschen, ey. Weißt du, warum kann man mir das nicht einfach beibringen, indem man mich rumführt oder wo ich einfach ein bisschen mit rumlaufen muss? Heißt du, ganz ehrlich, wo der mir erklärt hat, ja, hier brauchst du Wasser, dann hätte er mir ein paar verdurstende Leute zeigen müssen, ja, das passiert, wenn du kein Wasser mitnimmst. Du musst Wasser mitnehmen, bla bla bla, boah, dann will sich doch kein Schwanz durchlesen, ey. So, wie... ich hab's echt nicht ganz durchgelesen. Wo muss ich jetzt drauf drücken? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo wir gehen. Muss ich nicht wieder mit dem Instructor Ellen reden? Moment. Ask the shipwright to repair your ship. We will continue your lesson after that. Okay, the shipwright, da ist er doch. So, komm her. Need repairs? Repair. So. Capital, it seems you understand how repairs work. Now for your next lesson. Wow, Hammer. Ja, klick, 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 klick. Boah, ich bin schon 15 Minuten meines Lebens schon wieder verschwendet mit so einem Bullshit. Ohne Spaß. Letztendlich hätte ich mir einfach richtig geil die Cojones lutschen können, ja? Oder irgendwas. Ganz ehrlich, wieso labern nämlich voll von wegen so, ja, wenn Piraten kommen, kannst du auch abhauen. Wieso zeigt man mir das denn nicht? Warum muss ich mir die Scheiße denn durchlesen? No questions. Boah, bla 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 bla. Ja. Und eine neue Fähigkeit bla, gekriegt. Bla bla. Alter, ist der am Labern. Der ist ja nur am Labern. Nein, nein! Hat der Bildschirm mal schon wieder gewechselt? Nee. Doch, bei mir schon, nach New Quest completed wurde. Echt? Bei mir nicht. Dann wird der Bildschirm schwarz. Bei mir nicht. Hast du die Quest schon completed? Bei mir ist nämlich Instructor Ellen jetzt auch weg. Nee, bei mir, der labert immer noch rum. So, okay, hast recht, jetzt ist der Bildschirm schwarz geworden. Jetzt ist der wieder gewechselt worden. So, wir müssen jetzt wieder zu dem, zu dem Putzi. Wo war denn der? Ja, ich folge mir. Ja. Ich weiß, wo es lang geht. Ich weiß, wo es lang geht. Erstmal umdrehen. Ja, hier geht's lang, das weiß ich. Ohne Spaß, wenn sie irgendwelche Katze oder so nicht richtig sitzen, ja, dann schiebt er doch das Spiel, schreibt den Entwickler und flamet die einfach nur. Nein, ja, genau. Nicht. Nein, tut's nicht. So, nächster Cut. Geht mir so auf wieder. Die Eier. Ja, hat ja der Rage einfach weiter. Alter, ohne Spaß. Settings. Wo ist die scheiß Musik? 2000 gekriegt. Alter. Mein Trail-Level ist nur Level 2. Contract. Okay. The meaning of Trader. Alles klar. Wieso ist die Musik denn jetzt immer noch an? Weil du ein geiler Lutscher bist. Settings. Change Volumes, einfach alles aus! No Quest. Oh Gott, endlich nicht mehr diese Musik. Talk ey. To Ellen Instructor outside. Ah, ist da. Und jetzt wieder raus. Geil, wenn man die ganze Zeit die Türen laufen muss hier in dem Spiel. Bis sofort. Und Reh. Oh Gott, ey. Alter, ganz ehrlich. Jetzt labert er uns wahrscheinlich noch stundenlang wieder voll. Ich hab mittlerweile die ganze Zeit einen Fingerschnauf auf 9, ey. Da möchte ich im Zweifel. So wie jetzt. Einfach mal ganz schnell, wenn der Bildschirm schwarz wird. Das Ding aber wegmachen kann. Boah, jetzt muss ich mich von dem Instructor Ellen wieder voll quatschen lassen. Ja, okay, ich bin hey, jetzt geht's zum Markt. Zum Markt geht es jetzt. Wie komm ich denn zum Markt? Wo ist denn der Markt? Du musst mit dem Instructor Ellen reden, du Homo. Ja, hab ich doch schon. Ja, ich bin aber nicht beim Markt. Ah, ich muss ja, ich jetzt hinlaufen. Nicht. Schön. Oh, jetzt muss ich auch noch hinlaufen. Wo ist der Markt? Alter. Ja, da unten, wo das Ding blinkt, Bob Ramme. Diesmal hast du aber keinen Plan von dem Spiel, wa? Wo blinkt denn das Ding? Unten ach, da. Rechts auf der Karte, du Homo-Fürst. Ja, ist ja gut. Tut mir furchtbar leid, ey, bei dem Spiel hier, ich merke mit jeder Sekunde, wie ich einfach dümmer werde. Dümmer heißt das aber. Ja, das ist.
Oh Gott, das Spiel langweilt mich so! Ganz ehrlich, ich weiß jetzt schon, dass ich das Spiel schlechter als Wolf Team kriegen wird. Das Spiel kriegt doch schlechter als Wolf Team. Da lasse ich nicht mehr mit mir reden. Alter, ohne Spaß. Wie man eine so langweilige Spielanführung machen kann, war das kann wobei, ich nicht nachvollziehen. Eins hat mich, ich will jetzt eigentlich auch nochmal mit so einem Schiff immer machen, weißt du? Ja, mal ein bisschen rumfahren. Deswegen lasse ich mich jetzt durch das Tutorial hier quatschen. Alter Schwede, ey. Langweiliger kann man sowas echt nicht starten, so ein Spiel. Und ich glaube, die Leute wollen auch gar nicht, dass die Leute länger spielen. Ja, wahrscheinlich nicht. So, da ist der Instructor, Alan. Alles klar. So, bla bla. Okay, bla, 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 thank you, bla, bla, you. Bla, 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 bla. So, der Bildschirm wird übrigens jetzt gleich schwarz. Schwein gehabt, bin ich abgestürzt, ich war zu langsam. Bla, 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 bla. Oh, SCC, bla, bla, look me as a questions. To make it easier life, okay. Bla, 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 bla. Okay. Bla, bla. Okay, das Traden ist hier so ein bisschen wie bei EVE Online, weißt du, wo du so in der einen Galaxie ein bisschen günstig einkaufst und das in der anderen wieder teuer verscherbelst. Ja. Da kommen wir ins Instructor, Alan. Look, he's already started trading. Take a good look at this one. You don't see a shiny color like this every day. Wow, ich weiß, ich bin so mega motiviert bei diesem Spiel. Even so, I can only pay this much. Oh, and I wanted to say that to come in the world. Ich hab grad vorhin. Boah, Alter, ganz ehrlich, so viel gelernt. Text wie hier kommt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Doch, kannst du. Du siehst es ja selber. No questions. Aber. Ich hab keine Fragen mehr, bitte lass mich gehen, bitte. Okay, na doch, jetzt erklärt ihr noch kurz den Escape Skill. Ma. Okay, jetzt hab ich den Escape Skill, however the first activated. Okay. No questions. Na komm, Instructor, was hast du noch für mich? Okay, Storage Skill, bla 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 bla. Ganz ehrlich, du verbringst die ersten 2 Stunden des Spiels damit, dir nur diese Scheiße durchzulesen. No questions. Da muss ich sagen, bei EVE Online ist das ja fast genauso. Ich meine, da hast du auch eine ganze Menge Text, da muss man sich auch erstmal reinarbeiten. Aber EVE Online sieht bei weitem nicht so abgefuckt schlecht und scheiße aus wie dieses Spiel hier. Und ganz ehrlich, jeder Kommentar, der irgendwie kommt von wegen Mama, ihr gebt dem Spiel ja keine Chance. Ja. Ganz ehrlich. Ja, ist mir scheißegal. Ohne Spaß. Setzt ihr euch mal dahin ja jede Woche und holt euch irgendwie so einen runter auf irgendwelche Scheißspiele teilweise. Es gibt immer. Darauf kann ich mir nicht mal einen runterholen auf das Spiel. Dann bleibt der schlaff, Junge. Dann bleibt der aber richtig klein. Ich frage mich auch, warum warum können Free-to-Play-Entwickler nicht einfach mal ein richtig geiles Spiel machen? Oder mehrere geile, weil es gibt ja auch so Spiele, die auch richtig gut ankommen. Ja, warum müssen denn so viele einfach scheiße sein? Oh ja. Weil, ich meine, wir haben ja schon oft genug keinen Trash vergeben, ja? Aber das kann ich weiß, warum in letzter Zeit gibt es keine mehr? Alles nur so Bullshit-Spiele, die nichts können, die dich langweilig wollen, die nerven dich, ey. Moin, dann guck mal, daneben steht dieser komische, verkackte niederländische Homo-Wichser, ey. Ey, wieso bist du überhaupt schneller als ich? Du bist viel fetter als mein Charakter. Wieso rennst du schneller? Willst du mich verarschen? Ich riech halt Geld. Ich weiß dir trotzdem nicht, warum du schneller rennen kannst als ich. Besser, wenn ich einmal ins Rollen gekommen bin, bin ich einfach der Schnellere. Ach so, das kann natürlich auch sein. Kurz Flaps beenden wegen Raumwechsel. So, gut. Oh Gott! Boah, ich muss ja selten gehen, warm bei solchen Spielen, aber das ist jetzt beim ersten Mal, das passiert mir. Das wäre ab. Passiert, ja, ist ja wunderschön. Ja, interessiert. Ah, okay, Contract. Boah, lass uns jetzt mal mit einem Schiffchen fahren. Talk to Instructor Alan. Ah, this course will teach you about vigor and the food that used to rip. Boah, bitte nicht, ey. Oh doch, und Aufnahme wenden. So, was sind wir? Ein Cut jetzt machen, Stück halt vor. Ja, einen Cut machen und das Tutorial. Wobei andererseits die Leute sich dafür interessieren, für das Spiel, ja, die schimpfen dann von wegen, ja, zeigt, wir wollten, hätten das Tutorial gerne gesehen. Verstehst du? Ja, kann ja sein, so. Ne? Vielleicht sind da solche komischen Fetischisten, die auf so eine Scheiße stehen. Das haben wir in der Trash-Stadt noch nie gemacht. Wir cutten nicht in der Trash-Stadt. Das hier ist kein wir zeigen euch die ganzen Szenen-Video, ja? Das cutten wir ja dann. Das hier ist eigentlich, wir zeigen euch genau so, wie das ist, wenn man das Spiel das erste Mal anfängt und wie sehr man sich langweilt. Ich wollte gerade sagen, eigentlich, das stimmt, das wäre eigentlich total die Mogelei, wenn wir jetzt einen Cut machen würden, ja, und würden irgendwie 3 Stunden lang Tutorial überspringen
Und dann denken sich die Leute, alles klar, ey, was habt ihr nicht für ein Problem? Das ist doch voll geil, wenn man erstmal am Rumsegeln ist. Ja, aber die wissen gar nicht, dass man sich durch das Tutorial fressen muss. Ja, und nachher schimpfen sie von wegen so, warum habt ihr uns das nicht gezeigt und so. Und ja, hier wird die knallharte, nackte Wahrheit gezeigt. Ja, soll kurz wieder wechseln. Ist doch voll gay, ey, ohne Spaß. Mit wem davon müssen wir jetzt reden? Oh, Johanna, hallo. Mit wem mussten wir reden hier drin? Ja, über dem, der so ein komisches... Da, hier, Instructor Ellen, der sitzt doch schon wieder da am Tisch und so. Instructor Ellen, du weißt doch, Junge. Ich bin auch richtig geil an der Stelle, dass er immer irgendwo... Warum kann er uns nicht einfach alles erzählen, während wir da sind? Ja, also einfach in der Uni. Nein, die müssen so eine scheiß Story aufbauen, die keine ist. Bla bla, ja, okay, deine Mutter. Bla bla, klickst du dich da gut durch. Ja, klar, machst du die ganze Zeit. Okay, Item Acquired, Honey Pancake, ja. Boah, leck mich am Arsch. Ich muss jetzt wieder mit dem reden, ja? Okay. Ja, einfach nochmal mit dem Chuck Allen reden. Aber ich finde, wir haben uns auch so viel zu reden. Wir lieben uns. Was? Ja, ich muss ein Was sagt der? Was sagt er zu mir? Na, den Pancake. Please essen. Eat the Pancake. Ich muss einen Pancake essen. Wie mache ich das? Character. Inventory. Da ist Cake. Inventory. Da ist der Cake. Ja, der Rest nicht. Warte, der erklärt mir, wie ich das essen kann. Please eat the pancake. Select the honey pancake from the use item button. Ja. Okay, da. Ah, use item. Okay, pancake. Und wie machst du das denn? Ja, rechts in der Leiste hast du das use item button Teil da. Rechts in der Leiste? Ja. Ach da, use item. Ja, genau. Okay. Well, how was it? Boah, war richtig geil. It was not really. War richtig scheiße. So, ich habe keine Questions mehr. Let's take a break. Oh, wait a minute. I'm sorry. But there's some other things I have to do. That's my brother. Would you like another pancake? I made extra. Oh my god, ich habe noch einen Honey Pancake. Habe ich auch gekriegt. Aber der schmeckt doch richtig scheiße. Also, weißt du, wovon ich heute Nacht geträumt habe? Ohne Spaß, ob du mir das glaubst oder nicht, wa? Aber ich habe geträumt, dass ich so ein Apple Pie esse. So ein richtig... Richtig geil mit so einer richtig krossen Kruste außen und so richtig saftigen, so ein Apfelzeugs da drin. So ein Apfelkuchen, weißt du, so einen amerikanischen. Ohne Speis, ich weiß nicht, warum ich davon geträumt habe, aber keine Ahnung, das war ein geiler Traum, muss ich sagen. Findest du nicht auch? Meinst du, der hat was zu bedeuten? Ja, der hat was zu bedeuten. Und weißt du was? Ja, was denn? Ja, so, das ist ein Apple Pie, ja? Ja, ach so. Und okay. du bist halt Apple-Produkte überdrüssig und möchtest sie eigentlich aus deinem Leben verbannen, deswegen hast du die einfach runtergeschluckt. Ah, okay. Soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Ich habe darüber nachgedacht, mir ein HTC One zu holen. Ich habe tatsächlich Ich weiß nicht, also ohne Spaß, als du das gerade gesagt hast, hat mein Herz einen Freudenaussetzer gemacht. Und ich konnte gerade gar nicht reden, kurz. Ja, so. Ganz ehrlich, also ich hab mir über das HTC One ein bisschen durchgelesen. Ganz ehrlich, ich meine, das kann, technisch ist es mit dem S4 fast auf einer Stufe, weil die haben da auch richtig krass was reingepackt. Aber es gefällt mir designtechnisch einfach besser, weil es aus Aluminium gefräst ist, weißt du, und kein Plastik. So, und dann das einzige Problem, was ich damit habe, ist, ja, es hat nur eine 4,7 Megapixel Kamera, ist jetzt auch nicht mehr so der Knaller heutzutage. Aber soll wohl voll gut sein an sich. Aber das, ich weiß noch nicht, ob ich mich mit Android anfreunden könnte. Da musst du natürlich dann Service. So, Trade Seller, bla 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 bla. No more questions, bla bla. Quest complete. Complete Quest. Was für eine Quest hast du jetzt completed? Na, den Barkeeper anlabern und das zweite Ding da auswählen. Warte, was sagt denn Instructor Ellen? Order something from the barkeep to continue your lesson. Okay, und deshalb kann ich nochmal nach draußen wechseln. Da. So, da sind wir wieder. Welcome. Ich warte draußen neben dem jungen Boy, der da steht. Da kann ich den ein bisschen anmachen. Order. The food here goes better with the drink. Just take no, overdo it. Okay. So. Und weil du holst dir. Aber ich meine, du hast doch gerade das quasi einfach ein 5 gekriegt. Ja, aber ich weiß nicht, irgendwie reizt mich dieses mit mal. Weil ich hab jetzt seit dem iPhone. Ja, seit 6 Jahren. Seit 6 Jahren habe ich jetzt
bin ich jetzt Apple-Kunde. Beziehungsweise habe ich jetzt Apple-Telefone gehabt. Und irgendwie reizt mich mal was Neues. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich mit Android anfreunden kann irgendwie. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Zumal ja vor allem alle meine Apps, vor allem alle meine Apps wären ja auch für den Arsch, ne, die ich mir jemals geholt hätte. Ja, das ist halt Apple, ne? Ja, komm, ja, also, das wär, wenn ihr jetzt Android hattest und willst zu Apple, dann würde das auch nicht gehen. Dann kannst du die mitnehmen. Ja, ist klar. Ja, stimmt, natürlich, die ganzen Apps, die wären natürlich definitiv für den Sack. Ja. Das wären die. So, go to school, ja. Going to school, ja. Boah, Bram, ey, sag mal, wie lange sind wir jetzt schon in der Aufnahme? Über 30 Minuten. Echt jetzt? Und wir, vor allem klicken wir uns hier nur durch. Ich meine, ganz ehrlich, warum muss ich mir solche Tutorials reinziehen? Warum, ganz ehrlich, ich frage mich jetzt, warum kann man ein Spiel nicht so gestalten, dass es sich beim Spielen von selbst erklärt? Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich Zelda spiele, dann kommt die auch nicht an. Ja, in dem Shop hier kannst du was kaufen, dann musst du den Knopf drücken und das machen und überhaupt, ey. Ich meine, ganz ehrlich, sind die da, ich glaube, die sind einfach zu faul, die sind nicht in der Lage, ein Spiel zu erstellen, was sich von selbst erklärt, und dann müssen da irgendwie allen möglichen Scheiß da reinschreiben, den ich mir vorher durchlesen muss. Glaube ich auch. Da stimme ich dazu, jetzt gehe ich mal wieder. Wie? Ich habe meine Quest noch gar nicht abgeschlossen, oder wie? Wieso nicht? You've already taken another request. Return after you have completed that request. Wieso denn? Ich habe doch einen Order, sag mal nicht. Nee, du musstest keine Order machen, du musstest das zweite machen. Hier, den Trade Sailor musstest du machen. Na komm, ich lauf kurz aus Solidarität kurz mit. Ich weiß ja nicht mehr, wo das war. Ich weiß, wo das war. Lauf mir hinterher. Alter. Lol. Fick dich. Kleine Schwuchtel. Was denn? Ich hab nichts gemacht. Aber wieso kann dein fetter Charakter schneller laufen als ich? Was ist das für eine Scheiße? Ja, ich habe einfach mehr Energie, weißt du? Du bist richtig großer Atem. Du hast bestimmt einen Speedhack oder so eine Scheiße. Ja, auf jeden Fall. Weißt du, gerade bei solchen Spielen, da mach ich mir vor immer die Mühe und hol mir irgendwelche geilen Hacks. Auf jeden, ey. Guck mal, der hier ist noch schneller. Der links hier ankommt. Ich habe einfach die Hermes-Boots an, das ist alles. Ja, ja. Hier war das doch, oder nicht? Ja. Dann warst du kurz mit dem Barkeeper und dann ist halt die zweite Option, die du auswählen musst. Boah, ohne Spaß. Ich glaube, ich könnte mir in der Zeit einfach die Nasenhaare einzeln rausziehen. Das wäre irgendwie viel interessanter als dieses Spiel. Kann ich ja ins Wasser springen? Nee. Kann ich überhaupt Street springen? Street Sailors! Ja. Ah, bla bla bla. No questions. Bla bla. So. Hä? Hab ich jetzt geschafft. Hier. Boah, ohne Spaß. Quest complete! Na, endlich, meine Fresse. Weißt du, was man eigentlich beim Einführen müsste? Was denn? Das fällt mir gerade ganz spontan ein. Immer auch so eine öffentliche Abstimmung zu den Spielen. Weißt du, anhand der Likes oder Dislikes von so einem Video. Ich meine, okay, die Videos würden natürlich dann mega disliked werden meistens, aber... Ja, das ist natürlich auch... Das ist ja doof. Man könnte es ja umdrehen. Wenn der Spiel schlecht findet, dann drückt er auf mag ich. Wenn er das Spiel gut findet, dann drückt er auf dislike. Genau. Ja, quasi, wenn ihr das Spiel gut findet und unsere Meinung nicht akzeptiert, dann müsst ihr auf Dislike drücken. Genau, genau so machen wir das. So machen wir das ab jetzt. Ja? Wenn ihr unsere Meinung teilt, dann drückt ihr auf Like und wenn nicht, dann auf Dislike und dann wissen wir, ob wir unser Wertungssystem so lassen, wie es ist oder einfach einen Scheiß drauf geben, was ihr denkt oder so lassen, wie es ist. Ja, genau. Toll, jetzt steht da einer mitten in diesem komischen Typen drin. Das ist eine gute Idee, ja, das machen wir ab jetzt. Das fügen wir ab jetzt ein und das Wertungssystem werde ich in der nächsten Ausgabe der Trash Night nach Ostern dann auch auf jeden Fall nochmal erklären. Damit das dann auch jeder kriegt, der nach irgendwie. Weil es gibt ja auch Lutscher, die nach 3-4 Minuten abschalten. Das stimmt. Ja, und dann wissen die Bescheid. Und wenn ihr teilt ihr unsere Meinung. Boah, Alter, Dennis, ganz ehrlich. Jetzt kommt der nächste Kurs von wegen, wie das mir Equipment erzählt wird. Warum? Ja, ich weiß. Ich warte draußen schon bei Instructor Allen, der mich schon wieder so geil homoerotisch anguckt. Ach so, der freut sich schon wieder, dass er uns was erklären darf, sagst du. Alter, ohne Spaß, ich werde heute Nacht von Instructor Ellen, wenn ich schön nicht träume, ey. Mit seiner schwulen Frisur da, ey. Mit seiner komischen Feder in seinem Hut da. Du Spaß hier, ich kann ihn nicht mehr sehen. No, go, go. Your next lesson is about equipment. Boah, ich möchte nicht wissen, wie viele Lessons wir da noch haben. Und dass wir jedes Mal so weit laufen müssen, ey. Ja, das bringt Bewegung in das Spiel. Ja, total.
Ja, stimmt, vorhin habe ich mich noch beschwert von wegen, ja, wir laufen hier viel zu wenig, aber... Wow, Spaß. Oh. Also ganz ehrlich, ich habe mich schon lange nicht mal in einer Trash Night so krass gelangweilt. Ohne Spaß, weil ich gerne hätte, es sind ja bestimmt Leute von euch, die sind künstlerisch bewandert. Und ich hätte gerne ein Bild von Instructor Allen auf meiner Pinnwand. Auf jeden, ich finde, ihr könntet ein Bild von Instructor Allen machen, wie sie Dennis und wie er Dennis und mir einen Vortrag hält. Und, aber wir müssen so aussehen wie unsere Minecraft-Avatare. Ja, genau. Genau, und Instructor Allen steht vor uns und teacht uns eine Lesson. Genau. Und wir sehen totgelangweilt aus. Oh ja, das ist voll geil. Das machen wir. Und unter allen, die hier einsenden, verlosen wir ein kleines Steam-Minispielchen. Ich weiß noch nicht. Also jetzt nicht Dota, irgendwas. Weiß noch nicht. Lass uns das einfallen. Das dürft ihr dann bei Bram auf der Facebook-Seite und bei mir auf der Facebook-Seite posten. Ja. Guck mal, lohnt sich ja sogar wirklich hier auf einmal einfach mal zuzugucken, die Tischstand, ne? Auf jeden Fall. Einen geilen Lutscher. Zwei Änderungen schon. Jetzt ein Like-Dislike-System. Nein, keine Quelle. Boah, Instructor, ey, jetzt gib mir doch nicht auf die Eier, ey. Alter, wie viel der labert! Ich hab keine Questions mehr. Jetzt lass dich bloß in Ruhe, Alter. So, was muss ich denn jetzt machen? Na, let's return to Academy. Der sagt aber noch was. Hier. Alright, Daddy, your lesson will continue after you talk to the shopkeeper. Ich muss noch mit dem Shopkeeper reden. Ja, dann mach das doch. Bei mir ist der Instructor schon wieder abgehauen. Der zieht schon wieder hart einen durch. Oh, haben wir geil. Boah, haben wir fett. Quest completed. Und was wir jetzt auch einführen noch? Aber jetzt schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was ihr über das Spiel haltet. Jo, aber ne, brauchen wir gar nicht. Das machen wir jetzt mit den Likes und Dislikes. Ja, das stimmt. Genau, in den Kommentaren könnt ihr einfach darüber upragen und ruhig eure Meinung freien Lauf lassen, was ihr mal meint, für Motherfucker wissen. Ihr müsst dem Spiel eine Chance geben, Mama. Ja. Und als ich bei Wizardry schon wieder gelesen habe, hätte ich den Leuten schon direkt wieder in die Fresse hauen können. Echt mal. Doch, 10 Stunden wird das Spiel gut. Auch den Müttern geben wir Chancen, ob sie gut genug sind, über den Strich zu laufen hier für uns. Ja. Wir sind die Babos, Junge. Da geht gar nicht, ohne Spaß. 36 Minuten Spiel, ey, ich könnte kotzen einfach nur. Nur etwas weniger oder etwas mehr, ich weiß nicht genau. Ich habe die Stoppuhr ein bisschen zu spät laufen lassen. Wir sind schon bei 39. Ach, da ist der Bram, ja. Krass, wie du mich schon eingeholt hast, du kleiner. Ja, sicher, ich ziehe weiter vorbei. Wie am Sprinten ist, ey. Mein Gott, ödet mich das an. Das ist der absolute Wahnsinn. Die nächste Lesson ist wahrscheinlich, wie halte ich meinen Penis beim Pinkeln richtig in der Hand? Damit nichts daneben kommt. Ja, so. Jetzt mir doch egal. Contract. This course will teach you about ship parts. Ja, gerne doch. Ich finde, ich habe noch gar nicht genug gelernt. Immer her damit. Ja. Instructor Allen. Weisheit. Da wartet er schon. Und er reibt sich schon die Hände. Wow, ich will es nicht mehr, Dennis. Bitte können wir aufhören. Ich will nicht mehr. Hey, wir haben ja noch gar nicht so im Spiel gezeigt. Ja, wir wohl. Das ist so scheiße. Boah, Peter spielt gerade Grand Theft Auto Episodes from Liberty City. Ja. Ja. Voll der Babu, ey. Echt? Babu ist ein bisschen der Chavo. Ne, andersrum. Boah, ja, das ist Instructor. Das ist Instructor William wieder. Wo ist Instructor Allen hier? Let's begin your lessons about ship parts. Bla 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 bla. So, mit wem muss ich jetzt? Wahrscheinlich muss ich mit dem Shipyard Master reden. Wait. Shipyard Master. Talk to each of the craftsmen you will see. Your lesson will continue after you've spoken with each crafts. Ja, bla, ich hab mit dir gesprochen. Alles klar, Alan. Hau rein. Ja, ich hab mit dir gesprochen. Ja, sprich doch mit dem! So, das ist, hier steht auch noch einer, ne? Shipyard Master. So, bla, was ist jetzt hier? Wie spricht man denn mit denen? Ab wann hab ich denn mit dem gesprochen? Achso, Leute, du musst die Optionen anklicken. Bitte nicht. No questions. Oh Gott, Alter. Alter, ich muss jetzt nicht wirklich mit allen von denen reden, oder?
Boah, leck mich am Arsch, ey. So, bin ich jetzt fertig? Komm, Instructor Allen. Ja. Nein, ich brauche keine Repairs. Ich drücke einfach jede Option einmal durch. Bla 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 bla. No questions. Ja, du. Der Wappensmith hat auch eine Wappensmith. No questions. Oh, Alter, ja. Lutsch mir doch den Jagon, ey. Und der letzte. Ja, laber du, und mir der auch die Backe voll, ey. Ja, no question. Oh, Alter, 40 Minuten lang mit Leuten reden, ey. Das kann doch nicht. Ich hab doch jetzt mit jedem gesprochen. Was willst du denn von mir, du scheiß Instructor L, ey? Moment, das hab ich auch. Versteh ich nicht. Ich geh auch kurz die anderen. Ihr habt doch jetzt mit allen gesprochen. Bist auch bei jedem jede Option durchgegangen? Nö. Lol, der Weaponsmith erzählt mehrere Sachen. Der Weaponsmith? Ja. Was erzählt er denn noch? Boah, ja, bla bla bla. So, jetzt bla. Aber. No questions. Ah, oh, geht doch, ey. Ja. No questions. So, wohl. Ich musste gerade voll an was denken, ey. So, komm, ey! Ja, ja, bla, bla, Instructor L, no questions. Was hast du, ja, alright then, bla, bla, bla. So. Ja, ja, warte mal auf mich, renn nicht einfach vor, du komischer Typ. Ja? Ja. Ja. Glaubst du allen Ernstes, wir dürfen jetzt auf unser Schiff gehen? Ach, lächerlich. Wir werden jetzt gleich erstmal noch lernen, wie man Fenster putzt. Richtig den Arsch abwischt, das wollen die uns bestimmt auch noch beibringen. Ja, komm, go to school, du Spastiker. So, jetzt hier, bla. Contract. Talk to Instructor L. Was haben wir jetzt? Was? Was? This course will teach you about trade goods. Oh, ja. Nicht zum allerersten Mal in einer Trashnet Rage quitten. Noch nicht. Komm, wir machen den jetzt noch, ja? Okay, wir machen den jetzt noch, aber und wenn danach nochmal teach you about bla 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 kommt, ja. dann machen dann wir. Dann machen wir schlechter als Uncharted Water Online. Setzt uns den bereit. Alter, leck. Boah, wie weit ich wieder laufen muss hier. Wenn ich so langsam einen Bubi hätte wie deiner, hätte ich auch keinen Bock drauf. Echt mal, ich verstehe das gar nicht, warum der langsamer ist, ey. Hat einfach nicht die Mighty Skills. Weißt du, meiner wird von Bomben gesteuert. Also ohne Schmerz, ich hab grad bis jetzt, also ich muss echt sagen, ich hab das echt grad so, wirklich so ein Gefühl, irgendwo so in Richtung Herz, wie das einfach immer langsamer schlägt und gleich einfach aufhört. Ja. Du hast bald Geburtstag, ne? Ja. Liebe Leute. Warte mal! Wenn die hier läuft. Wenn das hier rauskommt, ja, dann ist es soweit, Junge. Dann hatte ich schon Geburtstag und dann könnte sein, dass Hardy und ich gerade hart an am Trinken sind noch. Weil Samstagabend, 19 Uhr, ihr Schnittchen für euch. Stimmt, warte mal, was haben wir heute? Montag, Dienstag, Donnerstag ist es, ne? Donnerstag ist es, stimmt, dann war es schon. Ja, und wenn ihr das hier guckt, dann sitzen wir wahrscheinlich gerade in geselliger Runde, wie Dennis gerade sagte, und wählen uns einen von der Palme. Ja, aber bevor wir das machen, laufen wir nochmal Instructor L. Ja, genau. Lass mal Instructor L fragen, ob der auch am Samstag kommen will. Dann fragt er uns über richtig einen Dübeln hier. Ja. Warte mal, ne, Dübeln ist Kiffen, ne? Ja, nee, dann nicht. Also wir meinten halt, nee, was dann trinken. Nicht. Bechern. Bechern ist der bessere Ausdruck. So. Alles klar. End of your lesson. Ab zur School. Wie, echt jetzt? Ja. Ich muss aber noch mit dem Market Keeper sprechen. Ja, dann red mit dem. Hast du schon mit dem gesprochen? Ja, sicher. Ich klicke einfach nur durch. Und ich lese das auch noch alles. Die Geschichte ist echt unfassend. Weißt du, da geht es durch eine Prinzessin und einen Drachen. Mach mal fett. Hey, ich bin da mal durchgelesen. Und der Drache wächst ja Prozesse richtig krass in den Hals, ey. Ah, was trinken wir denn überhaupt, Dennis? My sperm is on fire. Keine Ahnung. Ich finde, du könntest du nicht Materialien besorgen für Kai Pirinha? Ich könnte Materialien besorgen für Kai Pirinha, ja. Mach fett. Ich glaube, das dürfte eigentlich gar nicht mal so viel sein. Das dürfte eigentlich nur Pito sein, Limetten.
Ja, ich besorge dir das. Wenn brauchen wir und braunen Zucker. Das war ja eigentlich schon. Ja, nicht weißen Zucker, nein, braunen Zucker. Es muss brauner Zucker sein. Es muss Rohrzucker sein. Ansonsten ist das ein Fake-Kalkülin, ja. Nee, mach ich. Ich meine, ich kann auch was mitbringen. Ich kann auch irgendwie die Limetten bringen oder so ein Kram. Ne? Aber ich, halte ganz kurz ein. Alles klar, weiter. Ich muss den Raum wechseln. Ach so. Ja, weil dann kann ich mir nämlich immer schön Kalpirinia mischen. Das wäre geil, ey. Oh, da freue ich mich schon drauf, Maffet. Okay, die nächste Quest, die können wir machen. Kann man Crushed Ice eigentlich so kaufen? Weiß ich gar nicht. Weiß ich echt nicht. Echt? Ich warte mal kurz. Die nächste Quest können wir machen, Hardy, endlich. Ja, was ist das denn? Du hast doch noch gar nicht geguckt. Du stehst doch, hab ich schon. Raum. Ich hab mir die schon genommen. Schon. Okay, Contract. This Corporation. About another. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass wir auch nur ansatzweise jetzt am Kämpfen sind. Alter, ohne Spaß. Können wir dieses Kackspiel nicht einfach beenden? Entschuldigung, bitte, wir sind jetzt... Meinst du, das eine geht noch? Komm, die eine, ja, noch. Ne? Komm, okay, komm, ja, wirklich die letzte. Ganz ehrlich, wenn uns da nicht gezeigt wird, an richtigen Beispiel, wie wir kämpfen, dann lol, Uncharted Waters Online funktioniert nicht mehr. Als ich aus der Tür rausgehen wollte. Ja, ich warte kurz draußen auf dich, gar kein Problem. Ja, ich werde mal eben kurz mich wieder... Ja, er lockt sich kurz wieder ein. Ja, komm, also die Quest, die geht jetzt. Der zeigt uns, ob ich jetzt richtig hart, wie man kämpft. Und dann wird das Spiel richtig episch. Weil ich habe nämlich gesehen, nämlich auf den Screenshots, dass die Grafik von den Seeschlachten wie Crysis aussieht. Meinst du doch wie bei Assassin's Creed 3? Ja. Oh, fett. Start Game. Okay, bla 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 bla. Boah, ui, okay. Ich spiel so schlecht. Und mit so schlecht meine ich richtig schlecht. Okay. Logging in, please wait! So, ich stehe jetzt auch draußen. Instructor Allen wartet schon wieder gierig auf mich. Bla bla. Bla bla bla. So, wo müssen wir denn hinlaufen? Ach da, okay, dann gehen wir mal hier lang. Boah, Dennis, ich sag dir, ich hab mir gestern die Fußnägel geschnitten, ne? Lava, boah, das ist voll interessant. Das hat voll Spaß gemacht. Ja, kann ich mir vorstellen. Das war voll witzig. Ich hab daraus ein kleines Haus gebaut. Echt? Und da wohnt Instructor Allen jetzt drin. Ja, das hat Instructor Allen mir erzählt, wie man aus Fußnägeln ein kleines Häuschen bauen kann. Hab ich mir alles gestern noch durchgelesen. Ja. Glaub's mir nicht, ne? Weißt du, oh, verdammt, ich hab keinen Ton aufgenommen, da müssen wir nachsynchronisieren. Tut mir aber leid. Müssen wir nachsynchronisieren? Ja, die ganze Folge, aber die war auch spannend, das hat ja kein Problem. Nee, das werde ich auf keinen Fall tun. Instructor Allen! So. Alles klar, jetzt sind wir doch mal alles über. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Boah, Dennis, ich bin gerade in so einer epischen Schlacht drin, wo mir das alles quasi Learning by Doing erzählt wird. Learning by Doing, ganz ehrlich. No questions. Ich werde ich gehe gleich kaputt, ey. Oh, warte, wie, was? Warte, was sagt der gerade? Instructor Allen? The practice ship is ready, set sail from the port. Aha. Okay. Set sail? Okay. Ja, auf jeden Fall. Ja, Marsch! Is there anything else? LAAA! Guck dir das an! Moah! Aber okay, thanks. Jetzt geht los, ey. Moah! Das Warten hat sich gelohnt. 50 Minuten! 50 fucking Minuten! Also, warte jetzt mal. So. Oder? Set sail. Okay, ja, set sail out from support. Ja, okay. Set sail, gib ihm. So. Set sail. Alter, sieht das. Boah, sieht das. So, let's race the sails. So, battle! Ich battle mich jetzt! Scheiße, ich hab irgendwie auf Fett gedrückt und jetzt battle ich mich schon. Ship. Wie mach ich denn die Sails? Das ist Practice Ship. Los, schieß! Bam! Alles klar, das Practice Ship volle Kanone getroffen. Jetzt schießt es zurück und hat mich getroffen. Okay, wie ist, achso, jetzt geht los. Wo ist der Practice Ship? Alter, das ist total spannend, Dennis. Alter, so solche emotionalen Kämpfe habe ich noch nie erlebt. Ja, und ich glaube, ich bin einfach auf der offenen See. Ne, davon ist Hardy. Davon ist Practice Ship. Ich bin auch geil, wie man das Schiff steuert mit der Richtung.
Wie kann ich denn jetzt weiterschießen? Leute, das Practice schießt immer noch auf mich. Wieso kann ich da nicht... Ah, jetzt. Bam, Junge. Alles klar, Victory. Ich hab's platt gemacht. Boah, war das spannend, Alter. Ganz ehrlich, das war super spannend. Alles klar. Oh, guck mal, da kommen sie schon mit riesigen Handelsschiffen angefahren. Heftig, ey. Okay. Da ist Bram! Oh, fett. Battle. Okay, und jetzt? Wie schieße ich denn? Du musst auf das Schiff klicken. Oh, du wirst beschossen vom Practice Ship. Ich kann ja sogar dabei zugucken, ey. Ja, wie schieße ich denn? Wie schieße ich denn? Außer du musst auf den Fadenkreuz klicken, glaube ich. So, ich fahre jetzt mal in die Nacht hinaus. Und Spaß! What the fuck? Ja, hast du es denn überhaupt schon einmal getroffen? Nee. Du musst auf das Schiff klicken, ne? Ich hab's jetzt auch noch nicht einmal geschossen. Muss ich denn irgendwie meine Kanonen nachladen? Nee, nicht, dass ich wüsste. Also ich hab einfach irgendwann. Ich hab einfach immer auf dieses blinkende Fadenkreuz geklickt und dann habe ich aber halt mein Schiff irgendwann wieder geschossen. Alter, ganz ehrlich, wer spielt solche Spiele? Das ist ja der Wahnsinn. Jetzt müsste ich den doch eigentlich treffen können. Boah, ich hab grad Rückenwind, ey. Mein Schiff geht voll ab. Und Spaß, wie schieße ich? Ich hab keinen Plan, ich hab einfach durch gut Glück habe ich das gemacht. Jetzt hängt mein Schiff voll fest hier. Komm, Schiffchen, fahr. Also ist gut. Kanon vielleicht auf der falschen Seite. Oh, du dämliches Schiff, ey. Jetzt fahr doch einfach, du Kackteil, ey. Na ja, komm schon. Boah, voll geil. Ich bin jetzt aus der Bucht raus und jetzt segel ich aufs offene Meer. Und Spaß, ich müsste doch den doch so treffen eigentlich. Ich habe keine Ahnung, Dennis. Ich habe es auch nur durch Try and Error. Also irgendwann habe ich es halt platt gemacht. Ich ramme es jetzt. Jetzt ramme ich's! Spannend, ohne Spaß. Small Pirate Ship! Boah, fett, bleib ich jetzt erstmal an. Ich weiß, der geht gleich vor der Kampf, ey. Battle! Okay, jetzt battle ich mich mit dem Piratenschiff. Okay. Alter, ich muss in der Balken jetzt da unten langlaufen. Ist ja mega spannend, kann man ja richtig viel machen. Boah, Bram, ohne Spaß war das Spiel schlechter als Wolf Team, ganz ehrlich. Das Spiel ist schlechter als Wolf Team. Das Spiel ist einfach scheiße, können wir das jetzt endlich beenden, ohne Witz. Ja. Ja, oder nicht? So, end Mini-Battle. Das Spiel, ja, das war's. Ohne Spaß, das Spiel ist schlechter als Wolf Team. Und ich kann doch nicht schießen und ich habe keine Ahnung warum. Ich klicke da die ganze Zeit drauf, mehr als links und rechts auf das Schiff draufklicken kann ich auch mal nicht. Geil, ich habe ein Piratenschiff platt gemacht, Junge. Aber du klickst da nur drauf, oder? Ja. Du lädst dich irgendwie manuell nach oder sonst irgendwas? Nee, ich setze mich mit meiner... Mit deiner Seite mit halt? Ja, genau. Und dann baller ich drauf. Mit Klicken. Und wo klickst du? Auf das Schiff oder oben auf das Grüne? Auf das Grüne oben. Ohne Spaß, ich bin durch. Rage Quit im Zweifel. Ist mir egal. Schlechter als Wolf Team. Fickt euch alle ins Knie, ey. Ohne Spaß. Das war die langweiligste Stunde meines Lebens, ohne Spaß, ey. Wenn ich irgendwie beim Urologen bin, der kaut mir die Eichel ab, ist das viel interessanter. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist das langweiligste Spiel, das wir seit
lange in der Trashnet hatten. Ich glaube, ich habe mich schon seit Ewigkeiten nicht mehr so krass gelangweilt. Also das ist echt so eine, so ein Bullshit-Game einfach nur. Das ist der Hammer. Nee, Dennis, tut mir furchtbar leid, aber das ist einfach... Ja, das war's. Scheiß drauf. Das ist einfach... Nee. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab schon viele schlechte Spiele gespielt, aber das ist mit Abstand das Behindertste. Das ist echt das Beste. Wobei, bei dir weiß ich nicht. Was ist das mit, bei dir mit dem Fußballspiel? Boah, das konkurriert schon hart, muss ich sagen. Also der Fußballspiel, fand ich auch scheiße, wenn ich so schlecht wie du, aber das geht gar nicht. Das ist das Letzte. Also ich würd's mit dem Fußballspiel auf eine Stufe stellen. Das ist echt das Allerletzte, was hier passiert. Wobei bei dem Fußballspiel noch mehr Action war als in dem Spiel gerade. Und Spaß hier, eindeutig meine Philipp, nicht spielen, nicht kaufen, vergesst, dass ihr dieses Video gesehen habt, ey. Oh ja, ich meine, jetzt kommen wahrscheinlich wieder die Kommentare von wegen, ja, wenn ihr euch einmal, am Anfang ist das wahrscheinlich ein bisschen langweilig mit den Tutorials, ja, aber wenn danach 10 Stunden macht das total viel Spaß. Ja, wenn du erstmal so eine Handelskarawane hast, nachdem du 50 Stunden gespielt hast, dann geht das richtig ab, das Spiel. Ja, wenn ich meinen Schwanz immer auf die Heizung knalle, ja, dann macht das auch Spaß. Echt mal. So, das war mit der Schwester diese Woche. Ohne Spaß, ja. Fickt euch alle. Nee, ohne Spaß, also ich muss sagen, das war echt scheiße. Mit eines der schlechtesten Spiele, die wir jemals gespielt haben. Und das sage ich mit Poken und Trompeten und ich würde jetzt einfach sagen, Das war's. Schaltet nächste Woche Samstag auf jeden Fall wieder ein. Da haben wir sicherlich wieder was Spannenderes, ja. Aber das war einfach scheiße. Und das war richtig kacke. Ohne Spaß. Ich sag jetzt nichts mehr, ja. Ja, außer Miau gleich sage ich nichts mehr. Ja, das war's. Sagen wir jetzt Tschüss? Sagen wir jetzt Tschüss? Ja, sag Miau, du Wichser, damit ich aufhören kann. Miau! Ich will nicht spielen, ey. Scheißspiel. Nicht mehr kaufen, nicht gucken.